und seinen Kaffee umrührend überlegte er, ob er extra erwähnen soll, dass er die Soundeffekte im Spiel gegen das zur Musik ein wenig leiser gestellt hat. Vom Kaffee trinkend. Grüßt ihr seine Zuschauer. Hallo Freunde. Ja, hier sind wir wieder bei Sonic Generations. Letztes Mal haben wir Perfect Chaos seine perfekte Strafe erteilt und die Dreamcast-Ära gerettet, wenn man sie so nennen will. Oder die erste 3D-Ära. Darunter gewesen wären Speed Highway, City Escape und Seaside Hill. Und jetzt, oh, war das perfekt. Jetzt ist die Next Gen dran. Die hier, ich sag's gleich, in diesem Spiel ist die Next Gen. Alle Levels davon und der Boss davon, der hier vorkommt. Besser umgesetzt, deutlich besser als im Original. Bedeutet, hier bekommen wir das, was wir eigentlich hätten bekommen sollen in der Next Gen. Tolle Levels, tolles Design, tolle Technik. Und ich würde sagen, wir legen los mit Classic Sonic. In diesem Level, ich lasse euch kurz der Musik lauschen, sollte man kennen, denke ich. Und ich glaube, wir können loslegen. Ja, ich habe die Effekte ein bisschen leiser gestellt, wie das zur Musik, weil die so untergegangen ist und ich teilweise auch unter den Effekten. Aber ich die Musik nicht leiser haben wollte. So ist es perfekt, denke ich. Einfach mal so 3-4 Stufen leiser gestellt, die Effekte. So ist alles ein bisschen mehr abgestimmt. Ja. Und wir legen los. Mit Crisis City. Und ich bin verdammt gut. Alter, ich habe einen Lauf. Okay, doch nicht. Ja, genau. Bin ich halt doch nicht... Ah, toll. Sau ich's halt. Super. Wo ich erst... Oh, ich kam so schön durch. Nein. Weg da. Hep. Und hep. Und hep. Ah, nein. Ah, ich muss besser aufpassen. Und jetzt. Ja, und Crisis City habe ich damals sehr gemocht. Auch wenn die Technik bei dem Spiel natürlich missraten war bei Sonic the Hedgehog 2006. War missraten, das erste Next-Gen-Spiel. Wirklich schlecht, was die Technik angeht. Nichtsdestotrotz war das Spiel eigentlich schön. Und hier ist es so umgesetzt, wie es umgesetzt sein sollte. Nämlich brillant. Oh, und die Musik. Oh, ich liebe es. Verdammt, da komme ich normalerweise immer hoch. Ach verdammt, genau, da muss man springen, genau, stimmt. Da kriegt man wieder ein bisschen Tempo drauf, stimmt. Naja, diesmal eben nicht. Kann nicht immer klappen. Muss auch mal nicht klappen. Nein. Haha. Weil ich kann. Oh, gerade so nochmal gerettet. Und rüber bitte. Normalerweise bin ich schneller durch das Level durch. Nee, ich würde sagen, du kriegst mich nicht. Und ciao. Und ich muss wirklich zusehen, dass ich nicht verbrenne. Und dass ich es hinkriege, jetzt tatsächlich die Next Gen... muss hochkommen. Hier tatsächlich mal in einer Stunde durchzukriegen. Ups, Timer starten. Na okay, haben wir ein bisschen vorausgespielt. Bedeutet, die Folgen werden etwas länger, weil ich den Timer zu spät gestartet habe. Ah, ich dachte, hier geht's links lang. Na, dann eben nicht. Nein. Nein. Da hoch möchte ich gerne. Vielen Dank und ciao. Ich sag gerne und ciao da und tschüss, wenn ich Spin Dash einsetze. Und hier. Und du kannst mich mal. Haha. Geh nicht zu weit rüber. Und tschüss. Genau. Einfach so. Ja, kann passieren und so, ne? Ja, Sonne geht voll ab. Danke und danke. Nein, du nicht. Du erwischst mich nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Und du auch nicht. Da möchte ich wieder hoch und wieder tschüss. Ui, und weiter geht's. Ach, verdammt, ich will da mal so durchkommen. Danke. So, probieren wir das nochmal. Komm, wir probieren das nochmal. Ja, genau. Roten Sternring erhalten. Ja, Deutsch.
Hilfe! Du! Du kannst mich mal! Nein! Oh, zum Glück ist hier noch was. Jetzt gibt es die fiesen Fallstellen. Ich werde es mir alles schön gekennzeichnet. Nicht mehr so fies alles. Ja, so. Nein, du erwischst mich nicht. Du auch nicht. Und ciao. Und hier kommt Wind und das ist nicht so praktisch. Ha. So. Hey, da ist ja schon das Ziel. Oh, schön. Dann gehen wir doch durch. Ui. Nein. Ah, ja, verdammt. Dann wurde das Ziel weggeweht. Müssen wir wohl weiter. Durch diese zerstörte Welt. Ja, da wollen wir nicht reingeweht werden. Wir möchten jetzt da lang. Und schnell weiter. Genau. So, und bitte. Nein. Ah. So. Wollte ich nochmal eben holen. Oh. Und schau. Gut, das haben wir nochmal hingekriegt. Checkpoint. Und auf das Auto möchten wir bitte drauf. Auf das durch die Gegend wehende Auto. Und tschüssi. So, jetzt Vorsicht. Bei dem starken Wind. Der hört jetzt nämlich nicht mehr auf, der Wind. Wir sind in diesem Tornado gefangen. Na, geschafft. In etwas weniger als 5 Minuten. Und dazu, trink doch mal einen Schluck Kaffee. Immerhin noch ein S. Nein, kein S, weil wir sind ja gestorben, also ein A. Also ein potenzielles S. Lustig. Ja, fehlt zum nächsten Rang, bloß das nicht sterben. Okay, mal sehen, ob wir die Next Gen hier tatsächlich noch in dieser einen Stunde durchkriegen. Ein bisschen mehr als eine Stunde jetzt, okay. Weil ich ja aus Versehen etwas überziehe, aber das macht nichts. Wir werden wahrscheinlich eh länger brauchen. Und Crisis City haben wir jetzt zur Hälfte gerettet. Das hier, wie wir wissen, in einer vernichteten Zukunft liegt. Illustration 10, Illustration 11. Und die da halten Emerald. Oh, oh, Emerald Hill. Oh, ein paar meiner schönsten Kindheitserinnerungen hängen an diesem Lied. Oh, Sonic 2, das erste Spiel, das ich gespielt habe. Moment. Oh, ist doch schön. Ach, Kindheitserinnerung. Aber das hier ist auch schön. Oh, besonders mit Modern Sonic liebe ich das Level. Da freue ich mich am meisten jetzt, was jetzt noch kommt im Let's Play. Hört euch an. Oh. Ja, Level spielen kommt ohne Umwege direkt reinstürzen in den Spaß. In Classic ist die Musik auch toll, aber ich liebe besonders die Modern-Version, weil... Oh, die Musik. Die drückt pure Lebensfreude aus. Das konnten die immer bei Sonic. Bei Sega meine ich natürlich, beim Sonic-Team. Die Musik so gut umsetzen. Und wenn ich kann, werde ich direkt hier ran. Auch als zweiten Teil des Let's Plays. Yeah! Und die ist, Stadt... Wie heißt das Level nochmal? Verdammt. Windy Valley, Windmill Island, nein. Windmill Isle, nein. Nein, falsch. Boah, das war gut. Wie ist das nochmal? Verdammt. Ich darf das nicht vergessen bei dem schönen Track. Ja, ja, Raketen und wieder runtergefallen. Einfach so, weil ich's kann. Ja, willst du wieder auf uns schießen? Ich lass dich aber nicht. Haha. Und darauf bitte. Ich vergesse immer, wie die Zone heißt. Verdammt. Das wollte ich mir bei dieser schönen Zone doch merken. Rooftop Run. Haha. Oh. Gut. Levelbegrenzung. Gott sei Dank. Yeah! Nein! Ach, durch! Hierhin bitte. Oh, die Musik hier ist schon schön, aber in der Modern-Version, boah. Da werde ich sogar echt mal die Schnauze halten, einfach während dem Spielen. Oh. Nur damit, ich und ihr kurz die Musik, damit wir die alle hören können. Komm von hier aus darauf? Nein, komme ich nicht. Das war doch richtig. Jetzt regt es mich aber langsam auf. Genau. Checkpoint haben wir erwischt. Sehr schön und tschüss.
So. Da wollen wir rauf. Ah, verdammt. Oh. Vielleicht schaffe ich das jetzt noch und lässt mein Springen. Ah, nein, natürlich nicht. Aber das könnte ich schaffen. Hui! Haha, geklappt. Und da ist ein Gegner, den ich nicht gesehen habe. Fies versteckt. Ringe, 20 Stück an der Zahl und daneben. Komm. Oh, das war gut. War nicht so gedacht, aber lief ganz gut. Tschüss. Pam. Und davon wollten wir sie unbedingt erwischen lassen. Haha, zu klein. Und so durch. Und hier nicht zwingend von diesen Dinger erwischen lassen. Das täte ein bisschen weh. Oh, stimmt, das macht das ja erst auf. Weg. Ich will hier nicht zwingend verweilen. Ah! Verdammt. Ah, das Classic-Level ist eigentlich noch ein bisschen fieser als das Modern-Level hier in dem Fall. Das ist eins der Level, wo ich das Classic-Level ein bisschen fieser finde. Aber nur ein bisschen. Eigentlich bleiben sie sich recht gleich. So, hier rüber, hier rüber und pam. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. So, hier möchte ich gern rauf. Ja, genau. So. Und du erwischt mich nicht und du erwischt mich. Ja, genau, du erwischt mich. Hier runter bitte, danke. Oh. Vielleicht so. Ciao. Ja, genau. Genau in dem Moment. Einfach, weil ich's kann. Ich wollte doch rollen. Was fehle ich jetzt denn hier rum? Hey, ein Leben. Ein Leben für uns. Schön. Hui. Und rüber. Und auf Wiedersehen. Mann, unser Ringscore wird scheiße. Richtig scheiße. Oh, hier kommen jetzt die fiesen Stellen langsam. Nicht das hier, das ist noch einfach. Und jetzt fail ich wahrscheinlich gleich. Da wollte ich hoch. Kann man wahrscheinlich gar nicht, ich vergesse das immer, ob man das kann. Oh, das ist die Stelle schön, aber sie ist schwerer als der Rest. Denn jetzt kommen die hier, die Kollegen, und die wollen uns erschießen. Und deswegen sollten wir mal schnell weiter. Ja, sollten wir wahrscheinlich. So, bitte. Dankeschön. So, hier hinter kann man sich ein bisschen verstecken. So. So, und dann erwischen die einen nämlich auch nicht. Und ich will lieber direkt weiter und mir nicht den roten Sternring holen. Denn sicher ist sicher. Halt, ich will doch gar nicht. Erwisch mich nicht. Danke. So. Jetzt müssen wir hier hoch und auf Wiedersehen. Und jetzt diese Sache hier. Man muss in der Mitte in die Uhr rein, wie man an den Pfeilen wahrscheinlich sieht. Und dabei schön den Bomben ausweichen. Ja, das hat gut geklappt. Ringe für uns. Schön. Und? Was? Oh, abgeschossen. Das gibt's nicht. Ja, genau. Ja, klar. Dich möchte ich gern loswerden. Ja, toll. Geschosse und so? Ja. So, ne?